Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Classic Mode. Heute mit Superhero, das heißt extra Legion Spells. Ich gehe als Champion rein. Welcome to Nova. Damit wir uns auf jeden Fall hier ein bisschen was sichern können. Aber den Schadensreiter mache ich zu. Quelleninfo will ich haben und das war's. Ja, gucken wir mal. An sich ist das schon eine gute Kombination. Die nehme ich direkt so. Machen Blümchenstart. Ja, wir können die ruhig noch eins weiter zurück oder zwei direkt zum Champion machen. Ein Upgrade und dann kann es schon losgehen. Ja, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Sollte auf jeden Fall nochmal rollen, um ein bisschen mehr magischen Schaden zu haben, außer die Blume vielleicht. Aber ich lasse erstmal darauf ankommen. Sieht erstmal nach einer guten Kombo aus. Okay. Der hat direkt ein Upgrade der Maske gemacht auf maximal. Bone Crusher. Auch eine Blume und da ist ein Gatling. Okay. Ja, Metzger, die brauchen wir lange. So, wir gehen hier direkt rein mit einen Windfalken. Machen Upgrade rein. Ganz entspannt. Und können dann da vorne die Seeschlangen hinstellen. Ja, erwartet nicht allzu große Höchstleistung von mir. Ich bin krank. Bauchschmerzen. Übelste Sorte. Aber zocken geht eigentlich immer. Außerdem wollte ich ja was zu gucken haben, deswegen bin ich hier dabei und mache trotzdem weiter. Wir können auf jeden Fall nächste Runde jetzt einen Piwi hinstellen. Schneckrausch mit rein. Beziehungsweise zwei Stück. Da sollten wir gut abgesichert sein für die nächste Wave. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was man für Legion Spells bekommt. So, wir gucken mal. Nee, steht nicht da. Habe ich wohl verpasst. Kann ich locker einen Worker bauen. Bin gut dabei. Hat meiner einen Sack gebaut? Nee. Ja, hier. Mit drei Angler und ein Eiersack. Drüben weiter in die Maske. Goblin-Copter. Erst auf 5 können wir vielleicht ein bisschen stärkere Sachen schicken. Ich schaue schon mal einen Worker rein für nächste Runde. Mal überlegen. Der hält sowieso nicht als für aus, der ist egal. Aber er hat 1500 schon. Da ist er schon stark aufgewertet. Da muss man ein bisschen gucken. Okay, den Wanderer hat er noch dazu gepackt. Aber allzu viel kriegen wir sowieso nicht raus. So früh im Game. Da passiert noch nichts. Trotzdem als eine Echse mit reinpacken vielleicht. Dann noch eine Schnecke dazu.
Windfalke mit rein. Schnecke noch mit dazu. Fertig. Mehr sollte ich auch nicht rauskriegen. Nee. Also schon wirklich gute Einheiten. Die Seeschlangen, die mag ich sowieso sehr. Und dann haben wir hier noch die Blumen. Nimbus noch. Können wir gut mit reinpacken. Oh, die kleinen Masken sind sofort down. Die große hält auch nicht lange aus. Und dann geht es nur noch an den Wanderer. Sehr gut. Sehr schön. Hab ich genau richtig abgepasst. Genau die richtige Wave. Da ist ein Unhold durchgekommen. Dampfende Hydra. Ah, das ist ein scheiß Upgrade. Das ist echt ein scheiß Upgrade. Ich warte, glaube ich, bis ich den Nimbus stehen habe. Titan mag ich gar nicht, weil wenn deine Einheit abkackt, ist der Titan-Buff sofort weg. Oh, der kackt richtig rein. Der aber auch. Oh, die Angler haben schon gut gesammelt. Weiter Masken gebaut. So, können auf 9 gut was schicken. Wir machen den zum Titan. Würde es auch keinen Sinn machen, den länger aufzuheben, den Buff. Holen wir zwei Worker nächste Runde. Dann bin ich gut dabei. Schiebt das Fenster mal ein bisschen runter, damit man noch ein bisschen besser gucken kann, was hier oben so abgeht. Aber mehr Attack-Speed ist für den Golden Nimbus sowieso super. Also habe ich es gut ausgewählt. Oh, alle drei verkackt, nur ich soll halten. Oh, hoffentlich überlebt der Herr. Das wäre sehr ärgerlich, wenn nicht. Dann ist der Buff sofort flöten gegangen. Oh, das sieht nicht gut aus. Was sind nur noch kleine da? Ah, es könnte reichen. Komm schon. Das war unheimlich ärgerlich. Krasser Shit. Was kann natürlich sein, dass der Nimbus jetzt trotzdem abkackt wegen den Fernkämpfern. Muss man mal gucken. Ich hoffe mal nicht. Ja, perfekt. Wird nicht angegriffen. Sehr schön. Alles weg. Hat mega Attack-Speed auf die Maske gepackt.
Maulwurf werde ich nicht mit reinkriegen. Glaube ich nicht. Wäre aber geil. Maulwurf wäre geil. Oh nö! Ihr Säcke! Das gibt's doch nicht! Okay, jetzt hat ich den Maul geschafft. Nee, gerade so nicht. So, Buff weg! Tschüss! Oh, ist das ärgerlich. Das ist sowas von ärgerlich. Titan-Buff. Bye-bye. Ich guck mal hier rüber. Ja, die Maske ist übelst stark. Die hat mega Attack-Speed. Wurde nicht mal angegriffen. Da wird es echt schwer durchzukommen. Wäre bei mir auch so gewesen. Ach nee. Gut, dann müssen wir damit leben, wie es ist. Hilft ja alles nichts. Dann werde ich einfach weiter den King auf. Ich weiß gar nicht, auf. Auf 11 ist er auch schlecht, theoretisch. Das sind nur Schnecken. So, das war easy verteidigt. Das heißt, wir können locker erstmal den Dino reinschicken. Und ansonsten Schnecken. Für die Elf. Ich nehme die eisige Berührung auf meiner Blume. Wir verstärken den Golem. Ich kann noch eine zweite Blume dahinter setzen. Ich kriege noch einen raus. So, jetzt rolle ich mal die raus. Die brauche ich nicht mehr. Die brauche ich auch nicht. Nicht unbedingt. Der ist nicht schlecht. Auch schon wieder kein magischer Schaden dabei. Das ist halt ärgerlich, ne? Naja, wir nehmen das so. Da kommen die Riesenschnecken. Und die normalen Schnecken mit rein. Ah, keine Chance. Der hat Oberbild 200. Aber es hat mir jetzt gerade übelst viele Worker eingebracht, dass er mir so viele Schnecken geschickt hat. Oh, das ist ärgerlich für dich. Das wird doch nicht halten. Okay, jetzt hat er ein paar Hunde drin. Fast nur Stichschaden. Nee, ich wette die Seeschlange auf.
Die sind extrem viel wert. Weil der Schaden sich unglaublich nach oben steigert. Jetzt brauche ich eine Mischung aus Stich und Magieschaden, um da durchzukommen. Die Riesenschnecken. Bringt für ihn vielleicht was. Weil die Fernkämpfer bringen ihn ja nichts. Die mache ich weg mit meinen Schlangen. Dann werde ich auf der 14 mit Stichschaden mit reinschicken wahrscheinlich. Das macht am meisten Sinn. Ich habe gut Worker, 31. Sieht super aus. Und die anderen sind gut weit nach vorne. Nur der Lilane liegt etwas zurück. Aber die blocken halt auch alles, ne? Der hat hier noch keinen aufgewertet, kein Kingpin. Das brauche ich wahrscheinlich auch nicht. So, ganz viele Worker holen. Ich werde auf 15 was reinschicken. Der baut mir zu viel. Der hat immer noch 300 Overbuild. Auf jeden Fall immer genug Platz für Worker. 43. Eine Schnecke und ein 100. Die haben alle so wenig geschickt. Sonst haben sie wahrscheinlich immer alles rausgeknallt und diesmal nicht. Ich weiß nicht, ob ich einen Stichler reinkriege. Nee. Dann machen wir Dinos rein. Ihn verstärken wir hier. Weil die Runde wird ein bisschen härter. Brauche ich noch einen hin. Da er magischen Schaden überhaupt nicht hat, ist das gar nicht schlecht, dass ich hier Dinos mit reinschicken kann. Da sind die 400. Dann kacken die zumindest schon mal irgendwie ab. Die prügeln den einfach durch. Der hat gar keine Chance. 360 Oberbild. Not enough gold. 400 geschickt, das war schon brutal. Aber ich muss sammeln, damit ich durchkomme. Das wird sonst nichts. Viel zu stark. Bösewicht.
Mach mal den Nimbus. Ja, es kommt jede Runde kommen die zu stecken. Aber es wird nicht einfacher. Halten. 355 über Bild. Schwierig. Das hat auf späteren Raves dann Punkten. Mache ich mal ein paar Upgrades. Schon mal alles aufgewertet, was ich aufgewerten kann. Das ist gut. Bin auch sehr gut dabei mit 71 Workern und hab so gut wie alles immer geblockt, ne? Das ist super. Was gibt's hier zu gucken? Hydra. Okay. Da kam Dinos rein, Haufen Upgrades. King Upgrades. Nächste Runde wird für mich ein bisschen schwieriger, weil ich wenig magischen Schaden habe, also nur die Blumen in dem Moment. Da werde ich ein bisschen mehr bauen müssen. Sollte reichen. Fast 500 plus. Sollte ausreichen. Hexen könnten mir hier helfen. Bei so viel Kleinkram. Gehe ich mal von aus. Soll ich aber haben. Komm nicht mal durch. Komm nicht mal an denen vorbei. So, ich baue mir jetzt meine 100 auf. Und dann sieht es so aus, als schicken wir noch einmal. Und dann ist Schluss. So machen wir das. Ist hier noch ein bisschen Frontline mit rein. Zack. Ja, so viel habe ich auch zusammengekriegt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das halte.
Sieht nicht gut aus. Also die lasern auch nicht auf den gleichen. Aber es doch. Es ist gerade so. Oh, der hat noch geschickt und der andere auch. Mensch. Hier noch ein bisschen unsere Tank-Frontline aufbauen. Die haben alle noch geschickt. Scheiße. Aber wir müssen so oder so echt lange sammeln, damit wir durchkommen. 22, 23, irgendwie sowas. 23, ja. Ja, muss ich gucken, die schießen extrem schnell und gut, aber die Frontline hält dann alles aus, ne? Die Frontline muss down gehen und dann kacken die auch alle ab. So läuft das Ganze nämlich. So, er wird alles aufgewertet. Ah, nicht genug Geld. Dann stelle ich noch einen. Machen wir noch eine Seeschlange. Den kleinen Piraten habe ich jetzt gar nicht benutzt. Aber egal. Das ist auch nicht so wichtig. Ich habe eine gute Tank-Frontline. Volle Nimbus-Power. Sollten auf 23 gehen, vielleicht 24, wenn wir so lange durchhalten. Nein, wir wollen nicht jetzt schicken. Heilige Scheiße. Oh, das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Da habe ich ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Na gut, wir gucken mal. Ich habe mal auf den Kragen gekriegt, die werden gelasert. Hier bin ich schon mal durch. Das kann ich nicht blocken. Das ist zu stark für meine Laserpower. Aber hier sind die down. Da komme ich durch. Okay, ist doch besser als ich dachte, aber bei meinem Team ist schon jeder down, außer der eine hier. Der könnte was vielleicht sogar halten. Den weiß man auch nicht so recht. Das war's auf jeden Fall. Für uns. Ja gut, ich habe gelasert, was ich konnte. Mit meinem Nimbus. Das war eine weitere Runde Legion. Schau auch gerne bei den anderen Videos mit vorbei. Zum Beispiel hier, da habe ich den stärksten Bild damals gespielt. Schaut es euch gerne an.
lasst ein Like, Abo da. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.